Ich begrüße recht herzlich Birgit Becker zu unserem heutigen Webinar. Hallo Birgit. Hallo Stefan und natürlich auch hallo an all unsere Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es sind schon zahlreiche Leute da und Sie können uns auch gut hören. Schreibst du doch gerade mit dem Chat, ob Sie uns gut hören können? Hallo Birgit, hallo Stefan, lese ich hier. Hallo. Alles Beste, wir sind gut zu verstehen, das ist super, das freut uns. Wir haben heute ganz, ganz viel im Gepäck. Also wir haben heute ganz viele Sachen vor mit Ihnen, die wir live zeigen möchten. Und wir haben ein volles Programm. Wir planen so ungefähr 30 bis 35 Minuten ein, für Ihnen das zu zeigen und dann vielleicht nochmal auch 5 bis 10 Minuten für Fragen, je nachdem, was da an Fragen von Ihnen kommt. Und deswegen würde ich sagen, wir bestrafen nicht die Menschen, die rechtzeitig gekommen sind und fangen dann eigentlich gleich an mit dem Thema Collabora Online in IQware 17.1. Und dazu komme ich zur nächsten Folie und die Frage an dich, Birgit, was sind die Vorteile von diesem gemeinsamen Bearbeiten? Ja, also im Prinzip ist es so, wir haben mit Collabora Online, haben ja sich auch gefragt, was steckt denn überhaupt hinter Collabora Online, haben wir es geschafft, dass wir in die IQware rein jetzt einfach auch ein Online-Office integrieren. Das heißt, IQware wird jetzt einfach noch mehr zum digitalen Büro. Man kann aus der IQware heraus Dateien, Textdokumente, Tabellen, Kalkulationen, Präsentationsdokumente direkt öffnen, bearbeiten, speichern, sowohl als Einzelperson als auch im gemeinsamen Bearbeiten von diesen Dokumenten. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit Collabora? Das bringt uns so ein bisschen zu der nächsten Folie eigentlich. Wer ist Collabora überhaupt? Wo erkennt man das? Und was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also Collabora. Gehe einfach mal auf die nächste Folie nochmal weiter. Ist im Prinzip ein britisches Unternehmen, das aber weltweit vertreten ist und mittlerweile einfach auch in sehr vielen Produkten verfügbar ist. Die meisten kennen Collabora bzw. LibreOffice. Und Collabora ist tatsächlich die treibende Kraft hinter LibreOffice in der Cloud. Und für uns entscheidend war nach dem ersten Test, was wir ja Mitte des Jahres gemacht hatten, mit dem kollaborativen Bearbeiten von Dokumenten, was ein reines Textdokumente war, mit dem Editor, den wir integriert hatten, dass es eigentlich produktiv nicht langt, weil die Funktionalitäten von dem Editor doch sehr stark eingeschränkt sind. Und daraufhin haben wir uns überlegt, okay, der nächste Schritt ist einfach ein Produkt zu finden, was unseren Ansprüchen und den Bedürfnissen unserer Kunden einfach Rechnung trägt. Und so sind wir zu Collabora Online gekommen. Und für uns der Riesenvorteil ist, wir können es, da Collabora auch unter anderem Open Source unterstützt, wir können es halt sowohl für unsere Community-Version als auch für die EPL-Version verfügbar machen. Es skaliert sehr gut, also auch für große Installationen beziehungsweise bei uns im Hosting. Das waren alles Bereiche, wo es für uns interessant war. Ja. Das ist ja immer so ein großes Thema in IQware. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Er hat einen Dateimanager geöffnet, hat eine Datei gehabt und wollte die bearbeiten. Und das ist, finde ich, immer das große Manko gewesen bis jetzt. Ich die Datei immer runterladen und dann musste ich sie bearbeiten, dann wieder hochladen. Und das ist ja das, wo es jetzt eine Lösung gibt, richtig? Genau. Im Prinzip spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob es eine Textdatei ist, ein Tabellendokument oder eine Präsentation. Wir haben die Möglichkeit, einfach im Dateimanager, werden wir gleich einfach auch live sehen, auf das Dokument draufzuklicken und dann dieses Dokument online zu bearbeiten. Und das halt eben auch einfach mit mehreren Personen gleichzeitig. Das heißt, ich kann meinen Teil reinschreiben, der Kollege kann seinen Teil reinschreiben und auch da wiederum, es ist egal, ob das ein Textdokument ist oder eine Tabellenkalkulation, ich kann es einfach direkt online nutzen, brauche keinen lokalen Client. Das heißt, für alles, was
an der Stelle einfach auch, ich sag jetzt mal, Standardfunktionalität ist, die ich in meinem Textdokument habe: Bilder einfügen, Tabellen einfügen, Text bearbeiten, Schriftgröße ändern, solche Sachen kann ich einfach online machen. Wenn ich jetzt ganz ausgefuchste Funktionalitäten in der Tabellenkalkulation mit Pivot-Tabellen oder sonst was, da ist das Collabora Online in der Version, in der es momentan vorliegt, noch nicht weit genug, dass es kommt, dass man das dafür nutzen kann. Dafür brauche ich dann immer noch einen lokalen Client. Aber die gute Nachricht ist, ich plaudere einfach mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen, Collabora ist da schon dran, auch solche Sachen in den nächsten Versionen verfügbar zu machen. Und dann steht es natürlich auch für unsere Kunden direkt mit zur Verfügung. Für den Teil haben wir jetzt eine Live-Präsentation vorgesehen. Das heißt, ich schalte jetzt um zu Birgit ihrem Desktop und dann müssten wir jetzt gleich den Desktop von der Birgit sehen. Ich schaue kurz rein, ob Sie den sehen können, ob das von der Größe, von der Auflösung her passt, ob da alles mit drauf ist. Ist ein bisschen klein, ich weiß, aber wir können es nicht größer machen. Okay, es passt sehr gut. Sie können auch, da gibt es einen kleinen Button in dem Webinar, so ein Pfeilchen. Quasi auf den Bereich, wenn Sie da draufklicken, dann wird das Ganze nochmal ganz groß bei Ihnen dargestellt. Es ist nochmal größer. Also das ist quasi in der Mitte so ein Pfeil und da kann man Vollbildmodus einschalten in dem Webinar und das hilft auf jeden Fall auch nochmal. Einfach zu dem, wie haben wir Collabora in die IQ-Quelle integriert? Im Prinzip ist es einfach eine Anwendung, die in der IQ-Quelle liegt, und ich kann für diese Anwendung Zugriffsrechte setzen, Ausführungsrechte setzen, wie ich das auch für andere Anwendungen habe. Das heißt, darüber kann ich von der administrativen Seite steuern, wer die Möglichkeit hat, dieses Tool zu nutzen und wem ich es auch nicht gewähren möchte. Je nachdem, wie das dann im Old werden soll. Vorteil, wie gesagt, ist, ich brauche einfach keinen lokalen Client, ich kann es einfach online nutzen und das wird installiert und konfiguriert, woher dieses Collabora online kommt. Und dann praktisch gesehen brauche ich eigentlich einen Dateimanager. Das heißt, ich schalte jetzt mal hier auf den Dateimanager zurück. Habe hier einfach mal ein paar Dokumente vorbereitet. Und wie funktioniert es jetzt? Ganz einfach. Ich mache einen Doppelklick auf mein Dokument. Wir haben das Ganze momentan so vorgesehen, dass es sich einfach in einem neuen Tab öffnet, sodass ich die volle Größe vom Bildschirm auch für das Bearbeiten zur Verfügung habe. Auch da gilt wiederum, wir freuen uns auf Ihr Feedback, wenn Sie es live nutzen. Einfach in der Hinsicht, macht es für Sie mehr Sinn, das Ganze in einem Extra-Tab zu haben, oder wäre es schöner, es wäre in der IQ-Quelle drin und würde dort sich in dem Dateimanager-Tab öffnen? Einfach, das sind so Sachen, die man muss man dann in der Praxis sehen, was mehr Sinn macht. Vorteil von dem, wie wir es jetzt momentan integriert haben, ist, ich kann halt auch einfach mehrere Dokumente nebeneinander öffnen und habe dann einfach verschiedene Tabs, zwischen denen ich hin und her schalten kann und kann halt an diesen einzelnen Dokumenten arbeiten. Wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, was für Funktionalitäten haben wir denn in dem entsprechenden Dokument drin, dann sehen wir, wir haben hier einfach, ich sage, die wir so aus dem normalen Tabellen Kalkulation beziehungsweise aus dem normalen Textdokument auch kennen. Das heißt, ich kann Style setzen, ich kann eine Schriftart setzen, ich kann eine Schriftgröße setzen, ich kann Fettdruck und so weiter setzen. Ich habe die Möglichkeit, Bilder einzufügen, indem ich mir hier von lokal ein Bild hochlade. Auch da sind Sachen einfach, wo wir so auf Ihr Feedback gespannt sind, ob Sie sagen, ist das für mich das Richtige oder wird es mehr Sinn machen, wenn man da jetzt auch ein Bild aus dem Dateimanager auswählen kann. Das sind einfach Sachen, wo wir auch in Zusammenarbeit mit Collabora an der Stelle an der Weiterentwicklung von dem Ganzen arbeiten.
wenn ich jetzt hier etwas schreibe, wie funktioniert Collabora? Collabora funktioniert, wie man das auch von Online-Offices kennt, das macht ein Autosave. Sprich, an der Stelle, ich brauche gar nicht extra speichern, tippen, wenn ich den Tab schließe, entweder über das Icon hier oder auch den Tab hier oben schließe, dann hat er meine Änderungen im Prinzip direkt schon übernommen. Das heißt, wenn ich das Dokument jetzt wieder öffne, dann lädt er mir das inklusive den Änderungen, die ich hier reingemacht habe. Natürlich kann ich auch manuell speichern. Das heißt, ich kann an der Stelle auch hier einen Speicher-Button drücken, was dann in der eGroupware wiederum eine neue Version von dieser Datei im Dateimanager auch speichert. Zumindest wenn wir über eine EPL-Version und ein versioniertes Verzeichnis reden, dann wird an der Stelle einfach ein manuelles Speichern sorgt dafür, dass eine eigene Version von der Datei geschrieben wird. Welche Typen kann ich jetzt hier öffnen? Ich kann alle Arten von Dokumenten öffnen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nochmal in meinen Dateimanager zurück. Und wir sehen hier, das hier war jetzt ein altes Word-Dokument. Ich kann aber ganz genauso irgendwelche DocX öffnen oder ich kann auch mir einfach ein neues neues Textdokument als Open Document öffnen. Ich sage jetzt hier einfach mal Test. Erstellt es, dann wird es im Dateimanager gespeichert in meinem Verzeichnis und ich habe ein neues Dokument, in dem ich irgendwas einbringen kann, eine Tabelle reinfügen kann und wenn ich es schließe, dann ist mein Test entsprechend hier und wenn ich es wieder öffne, dann habe ich genau diesen Stand von dem Zeitpunkt, an dem ich das Dokument geschlossen habe. Und das, was ich jetzt eben gesagt habe, was für Textdokumente gilt, gilt analog natürlich auch für Tabellenkalkulationen, das heißt bei Tabellenkalkulationen an der Stelle, ich kann Sachen öffnen oder speichern. Wenn ich mal hier auf Mehr gehe, dann öffne ich einfach mal, ich schiebe den Dialog mal ein bisschen nach oben, weil die Liste etwas länger ist. Und dann sieht man jetzt, ich kann hier einfach neue Dokumente anlegen in allen möglichen Arten von Dokumenten, die halt entweder Textdokument ist oder eine Tabellenkalkulation oder eine Präsentation. Da spielt es, wie gesagt, keine Rolle. Ich sage jetzt mal, aus welcher Version das ist, sprich, ob das jetzt ein XML ist, was mal so dieses Word 2000er Format war, oder ob es etwas ist, was als Vorlagendokument vom OpenOffice gelesen wird oder ob es ein Makrodokument vom Excel ist. Also es gibt alle möglichen Formulare oder alle möglichen Formate, die das LibreOffice bzw. das Collabora Office hier an der Stelle unterstützt. Habe ich gerade noch eine Frage gesehen, da gab es ein Tonproblem, aber anscheinend sieht der Ton soweit gut aus, also andere schreiben es soweit okay, Ton ist gut. Dann vielleicht derjenige, bitte nochmal schnell rausgehen, nochmal neu starten, das Webinar und dann neu reinkommen. Da kam noch eine Frage, Birgit, und zwar wie es mit der Versionierung aussieht. Aber ich sag mal, das ist ja wie es früher auch war, also wie sieht es aus mit der Versionierung, das ist die bisher. Was kann man dazu sagen? Ja, das ist wie bisher im Prinzip, wenn ich hier auf Eigenschaften bearbeiten gehe, dann kann ich hier die verschiedenen Versionen, die von dem Dokument erstellt wurden, einsehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man es tatsächlich bei Ihnen sieht. Aber wie gesagt, das Ganze setzt EPL voraus, denn in dem Bereich von EPL, das ist ja ein Teil dieser EPL-Funktionalitäten, dass ich Verzeichnisse versioniere und automatisch mit dem neuen Erstellen eines gleichen Dokuments die vorherige Version gespeichert wird, beziehungsweise wenn ich ein Dokument lösche, dass an der Stelle dann eine gelöschte Datei
in dem Verzeichnis gespeichert wird, um sowas auch wiederherstellen zu können. Das hat sich an der Stelle nicht geändert. Vielleicht gucken Sie noch mal in der Datei, da war gerade eine Frage zu den. Also wir haben ganz, ganz viele Fragen. Schreiben Sie bitte alle die Fragen rein. Wir wollen jetzt noch ein bisschen weitermachen, das noch mehr zeigen und dann gehen wir nachher auf die Fragen ein. Da waren Fragen, die müssen wir gleich beantworten. Aber wir gucken uns erst noch mal an, was wir. Oder können Sie vielleicht reinschieben schnell? Also eigene Schriftarten im Prinzip ja, denn es ist so, wenn Sie in Ihrem Dokument, was Sie dort laden, eine eigene Schriftart drin haben, ich öffne nochmal dieses Dokument, dann sehen wir, in diesem Dokument war mit Helvetica Areal geschrieben und damit habe ich diese Schriftart in diesem Dokument zur Verfügung. Ansonsten ist es so, dass die Schriftarten, die hier angeboten werden von dem Collabora Online, sind Schriftarten, die halt frei verfügbar sind. Und da gehören natürlich nicht alle Schriftarten dazu. Aber wie gesagt, wenn Sie an der Stelle einfach hingehen und haben ein typisches Papier, was Sie verwenden, mit Ihrem Logo, mit Ihrem Kopftext, Ihrem Fußtext drin und das als Grundlage nutzen, dann können Sie entsprechend haben Sie diese Schriftarten automatisch drin zur Verfügung. Und mit Microsoft Compatibility auch da, das heißt, Sie können auch ganz normal damit öffnen, also DocX und so Ja, weiter. das, was Also. ich ja jetzt geöffnet habe, ist ein Doc. Ich kann auch mal hier ein DocX öffnen, sprich an der Stelle meinen Briefumschlag mit Platzhaltern, den ich hier entsprechend mal erstelle. Aber den kann ich einfach hier öffnen und kann den dann auch online in dem Office bearbeiten. Und einfach so ein bisschen, was wir uns gedacht haben, was sind denn so Funktionalitäten, die heute einfach, ich sage jetzt mal, davon ausgegangen, wie arbeiten wir an der Stelle. Und was wir halt häufiger machen, ist zu sagen, ich nehme ein existierendes Dokument und will dieses Dokument mehr oder weniger bearbeiten und unter einem anderen Namen wieder abspeichern und auf Grundlage von dem weiterarbeiten. Und was ich dafür machen kann, ist, ich gehe einfach auf dieses Dokument, nehme jetzt einfach mal das hier und sage jetzt hier, ich möchte dieses als neu öffnen. Dann kommt ein Dialog hoch, der mich nach einem Namen fragt für dieses Dokument. Ich sage erstellen und er öffnet mir entsprechend dieses Dokument, was in derselben Art und Weise gestaltet ist, wie dieses Dokument, von dem ich gestartet bin. Das heißt, hier drin kann ich jetzt direkt auch irgendwelche Änderungen einbringen und schreiben. Und wenn ich speichere, habe ich die Änderungen entsprechend drin. Ich kann natürlich auch die Sachen wieder rückgängig machen, und habe es dann entsprechend drin. Ich kann auch hier Sachen, Fettdruck einschalten und schließe es jetzt. Und dann habe ich hier einfach mein, ich habe es ja genannt, hier gibt es neues Dokument. Habe ich das entsprechend drin? Das war so die eine Funktionalität, die wir gedacht haben, an der Stelle sinnvoll ist. Das andere ist natürlich einfach zu sagen, ich will ein blankes neues Dokument erstellen, was ich auch entweder über das Kontextmenü machen kann oder hier oben über den Neu-Button an der Stelle, was mir dann ermöglicht, einfach auch über die Schnellauswahl ein Dokument oder eine Tabellenkalkulation oder eine Präsentation zu erstellen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, dass hier so die netten Fragen oder die netten Kommentare im Chat kommen. Ja. Ich noch ein paar Fragen, aber ich denke, also zum gleichzeitigen Bearbeiten kommen wir nachher noch. Und zu dem Thema Platzhalter werden wir auch noch drauf eingehen. Das kommt auf jeden Fall auch noch gleich Ja. in der Präsentation. Das Weitere, was wir uns gedacht haben, was auch so eine ganz wichtige Funktionalität in der eGroupware 16.1 ja schon ist, sind einfach die Vorlagendokumente. Auch da kam eben schon
eine Frage, funktionieren die Platzhalter? Natürlich funktionieren die Platzhalter. Und zwar einfach in der Form, dass ich meine Platzhalterdokumente jetzt schon habe, einfach mit der E-Cookware nutze. Und anstatt, dass wir die jetzt herunterladen und ich muss sie dann lokal bearbeiten, ist es so, dass sie mir direkt mit dem Collabora online aufgehen. Ich mache einfach auch hier mal wieder ein Beispiel. Ich gehe ins Adressbuch rein. Ich markiere hier einen oder mehrere Kontakte und sage in ein Dokument einfügen, in eine ODS in dem Fall, in meinen Report Kontakte lang. Und dann erstellt er mir und öffnet mir direkt mein Vorlagendokument mit den eingefügten Informationen in dieses Dokument. Das ist jetzt quasi kein Downer, sondern live im Browser geöffnet. Und wir können sogar, wenn wir möchten, das Dokument auch wiederum in die E-Cookware zurückspeichern. Genau. Also, das heißt, es ist wie gesagt kein Download, wie es früher mal war, sondern es wird dann direkt geöffnet. Also ich habe jetzt einfach die Möglichkeiten von dem Ganzen drin zu sagen, entweder ich will es vielleicht einfach nur ausdrucken und ein PDF draus machen, dann würde ich über Drucken gehen und das Ganze als PDF speichern. In der nächsten Version von Collabora kommt auch ein Speichern unter, bei dem wahrscheinlich dann auch der Dokumententyp ausgewählt werden kann. Momentan ist es so, dass wir ihn schon mal im Speichern unter eingebaut haben, was dann den Dialog von der E-Cookware öffnet und ich kann es halt unter demselben Dokumententyp einfach wieder in das Verzeichnis abspeichern, in dem ich es haben will. Also angenommen, ich will das Ganze bei einem entsprechenden Kunden hochladen, dann kann ich mir das halt aus dem Adressbuch aussuchen oder wenn ich sage, das Ganze soll halt in meinen Favoriten da reingelegt werden, unser Home Marketing, dann lege ich es halt hier entsprechend rein und speichere das unter dem Namen ab, den ich dem Ganzen geben möchte. An der Stelle breche ich es jetzt einfach mal ab. Dann bin ich hier drin und schließe mein Dokument und habe hier einfach, damit habe ich jetzt in der eGrupper, denke ich, eine volle Integration von der Funktionalität, dass ich die Informationen in der eGrupper habe, dass ich Vorlagendokumente in beliebiger Art und Weise erstellen kann und kann sie direkt wieder nutzen. Und das war ja eben schon mal eine Frage, nicht nur allein, ich kann jetzt natürlich auch mit mehreren Personen an diesem Dokument wieder arbeiten. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, wo wir jetzt mit der 17.1 hinkommen werden. Lass uns doch mal die Datei öffnen. Welche öffnest du? Da mache ich das auch gerade. Moment. Nehmen jetzt mal den Urlaubsantrag. Den Urlaubsantrag, ja, den öffne ich auch mal. Weil es war auch eine Frage, ob wir gleichzeitig bearbeiten können. Die Antwort ist ja und Sie werden es auch direkt live sehen. Das heißt, ich habe es geöffnet und die Birgit hat es geöffnet. Sie sehen natürlich nicht meinen Screen, aber Sie sehen Birgit ihr Screen. Und das ist eine kleine Testdatei, da haben wir ganz viele Sachen reingeschrieben. Das Rein heißt, darüber. im Prinzip, das ist jetzt eine Tabellenkalkulation. Das heißt, an der Tabellenkalkulation sehe ich einfach an der Stelle, wer an welcher Stelle arbeitet. Und ich kann jetzt einfach, ich sehe, wie er irgendwas da reinschreibt und ich kann das halt entsprechend auch reinschreiben oder kann jetzt auch entsprechend seins auf Fettdruck setzen. Und er sieht direkt, was ich an der Stelle ändere. Und ob das jetzt in der Tabellenkalkulation an der Stelle so, wie viel man da wirklich mit mehreren Personen dran arbeitet. Aber das ist immer eine Frage, wie nutzen Sie die Sachen? Ich kenne es jetzt so aus der Vergangenheit, dass zum Beispiel nicht der Stundenzettel genutzt würde, sondern es gibt halt ein Excel-Dokument, in dem die Stunden erfasst wird. Und da ist immer die Frage, wer trägt zu welcher Zeit seine Informationen ein. Hiermit haben wir jetzt ein Tool geschaffen. Das heißt, wenn ich sowas nutzen will, dann kann ich es einfach online an einer Stelle zur Verfügung haben. Und jeder, der in der E-Gruppe ist, kann darüber seine Sachen, seine Informationen, die in dieses Dokument reingehören, auch eintragen, ohne dass wir hinterher die Frage haben, wer hat denn jetzt die aktuelle Version?
Habe ich die hochgeladen? Habe ich dabei vielleicht irgendwas überschrieben, dem, was ein anderer entsprechend eingetragen hat? Das heißt, und das gilt natürlich nicht nur mit der Tabellenkalkulation. Stefan, wir machen jetzt einfach parallel auch mal noch ein Textdokument auf. Ja, welches Nehmen denn? wir dieses Admin Basic Test Dokument. Ja, bin ich drin. Und auch da gilt wieder, ich schreibe halt an der Stelle, wo ich denke, dass es wichtig ist, meine Informationen einzufügen. Vielleicht füge ich auch noch einen Kommentar ein. Und entsprechend sehe ich auch, dass Stefan an einem anderen Absatz auch entsprechend arbeitet. Was ich halt spannend an dem Thema finde, ist gerade, wenn die verteilte Standorte haben. Und das heißt, der eine ist im Office A, der andere ist im Office B oder im Homeoffice. Und dann kann man direkt am Dokument arbeiten, weil jetzt so telefonieren und sieht quasi direkt in Echtzeit die Änderung. Und das finde ich ist einfach genial. Und was wir hier noch sieht, sind die Kommentare. Vielleicht kann ich jetzt auch noch kurz sagen, wir haben vorhin ein bisschen Kommentare getestet, deswegen sind die hier drin. Aber ich entferne die jetzt nochmal. Was zu den Kommentaren sagen, weil das natürlich auch eine sehr interessante Funktionalität ist. Ja, also ich meine, im Prinzip kennt jeder von Ihnen ja die Möglichkeit, auch mit Kommentaren in Dokumenten zu arbeiten. Ich kann nachher beim Drucken dann entscheiden, will ich Kommentare sehen oder nicht. Und an der Stelle kann ich halt einfach auch mit mehreren Personen Kommentare einfügen und kann zu irgendwelchen Informationen mich auch austauschen oder irgendwas hinterlassen. Hören die anderen uns noch? Können wir ein kurzes Feedback bekommen? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, Shay, neu laden. Neu laden und ansonsten die Aufzeichnung anschauen. Da ist der Ton auf jeden Fall da. Okay, alles klar, danke. Ja, also ich kann jetzt auch einfach irgendwas als Kommentar hinterlassen, wenn ich jetzt weiß, da sind wir noch nicht ganz sicher, da haben wir uns auch noch nicht entschieden, wie wir es machen wollen, kann ich es natürlich im Dokument speichern. Aber das sind im Endeffekt einfach Funktionalitäten, die jedes Textdokument an der Stelle genau so auch zur Verfügung hat. Und ich schreibe halt einfach nur meinen Kommentar rein und kann das entsprechend dann nutzen und der andere kann es auch entsprechend sehen. Und ich sehe im Zweifelsfall halt auch, wer hat welche Kommentare erstellt und welche Informationen eingefügt. Wie gesagt, das Dokument speichert sich automatisch. Das heißt, wenn jetzt noch ein dritter oder ein vierter dazu kommt und das gleiche Dokument öffnet, er sieht immer genau diesen Stand von dem Dokument, was halt gespeichert ist. Und ich kann jetzt einfach antworten im Kommentar auch. Das ist eine gute Idee. Das ist quasi mein Kommentar. Das heißt, ich kann auch eine Historie quasi der Kommentare hier einpflegen. Und dann sieht sie sofort, quasi wenn er eine Stunde später das Dokument öffnet oder in Echtzeit, was hier einfach passiert. Und das ist natürlich gigantisch. Ja. Ich denke, damit sind wir den richtigen Schritt gegangen. Wir haben angefangen dieses Jahr mit diesem gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten, haben festgestellt, das ist super. An sich ist es der richtige Weg, aber das Ding kann auch nicht genügen. Und ich glaube, mit Collabora Online sind wir einfach auf einem Weg, dass wir beides verbinden. Es ist der richtige Weg für unser Online-Office und wir kommen zu einem Tool, was aktiv entwickelt wird. Collabora hat jetzt in der Zeit, in der wir angefangen haben, auch mit der Kooperation mit Collabora die Sachen immer weiterzuentwickeln. Sie sind sehr responsiv, sprich an der Stelle, wo wir Fragen hatten, bekommen wir sehr schnell eine Antwort. Wenn wir gesagt haben, wir bräuchten das eine oder das andere, dann sind die auch bereit, das in entsprechende Versionen mit aufzunehmen, damit die entsprechenden Funktionalitäten wir auch wieder unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und ich glaube einfach an der Stelle, das ist das, in dem die Zukunft geht. Natürlich bedeutet es, ich muss online sein. Aber Collabora, und das ist so ein weiterer Punkt, der für uns Collabora interessant gemacht hat, Collabora hat auch einen Desktop-Client und das soll dann im nächsten Schritt auch sein, dass wir uns diesen Desktop-Client nochmal anschauen und wie können wir denn in diesem Desktop-Client einfach besser auch das Bearbeiten von Dokumenten mit einem direkten Zugriff auf den Dateimanager dann erlauben
für all die, die sagen, ich möchte es halt auch ein Stück weit entweder offline zur Verfügung haben oder ich brauche mehr Funktionalität, als der Editor zurzeit bietet. Aber das heißt normalerweise, wenn ich es so nutzen will, brauche ich kein Outlook, Open Office oder was auf dem Client zu installieren. Das heißt, ich kann nackt einen Client haben oder ins Internetcafé gehen und kann damit einfach arbeiten. Mich interessiert nicht, ob da irgendwas installiert werden muss. Genau, also gerade von administrativer Seite für jeden, der halt das Problem hat, dass er Programme zigmal ausrollen muss oder auch immer wieder natürlich die Frage, ich gehe jetzt ins Büro rüber, habe jetzt die Datei lokal abgespeichert gehabt, habe vielleicht vergessen, sie in die E-Gruppe hochzuladen. Die Sachen kommen einfach an der Stelle nicht mehr vor, weil ich nutze es online, ich gehe beim Kollegen rein und sage, ich möchte dir mal kurz was zeigen. Klick auf das Ding drauf, kann es bei mir auch noch offen haben und es funktioniert. Funktioniert das auch mit Dateien, die auf dem eingebundenen Samba-Laufwerk liegen? Gute Frage, kann ich jetzt gar nicht direkt beantworten, aber wir würden es uns auf jeden Fall anschauen. Ah, Ralf schreibt gerade. Okay, wir haben im Hintergrund Ralf auch mit dabei. Er sagt, sollte dann auch funktionieren. Das ist ja perfekt. Sobald es quasi für den Dateimanager zu lesen ist, das ist ja, glaube ich, das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ja. Wir haben noch was weiteres. Wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet oder wie es weitergeht grundsätzlich in unserer Präsentation. Oder hast du noch Sachen, die du unbedingt zeigen möchtest, liebe Birgit? Nee, ich kann einfach mal so ein bisschen, weil vorhin auch die Frage kam, mit dem, wie sieht es denn aus? Welche Dinge werden denn von Collabora unterstützt? Und ich möchte da einfach mal ganz kurz online zeigen, was so ein Dokument ist, das Collabora auch zur Verfügung stellt. Wie ist denn die Verbreitung von Collabora online, beziehungsweise der Vergleich zwischen Collabora online und Microsoft 365, beziehungsweise Google Docs? Und im Prinzip ist es so, Collabora kann all die Dateitypen öffnen, analog dem, was auch Microsoft Office bietet oder Google Docs bietet. Und hat darüber hinaus einfach noch ein paar Vorteile, dass sie zum einen einige Dokumententypen mehr unterstützen und zum anderen gerade im Bereich hier unten für uns auch einfach die Möglichkeit bieten, das in die Community zu integrieren, es sehr viel stärker anzupassen, sodass wir da eigene Dialoge reinbekommen und ähnliches, was nicht unbedingt alle anderen an der Stelle ermöglichen. Und ganz wichtig natürlich, die Frage ist ja immer, wo liegen die ganzen Sachen? Und mit der Integration in die E-Gruppe, es sind Ihre Dateien, sie liegen in Ihrer Instanz und sind natürlich von daher auch einfach nur für Sie verfügbar und gehören Ihnen. Natürlich gehören Sie Office 365, aber Sie haben halt gerade auch, wenn wir über eine Eigeninstallation reden, an der Stelle volle Kontrolle über Ihre Dokumente, respektive wenn Sie bei uns im Hosting sind und sich irgendwann entscheiden, woanders hinzugehen, nehmen Sie natürlich alles mit, weil es sind Ihre Dokumente und Sie haben darüber einfach volle Kontrolle und können auf alles so zugreifen. Würdest du jetzt sagen, dass WebDAV an der Stelle an Bedeutung verliert für die E-Gruppe? Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip würde ich sagen, WebDAV hat immer noch seine Berechtigung, weil es ist ja auch die Kombination, das WebDAV ermöglicht uns ja auch das Sharing von Dokumenten, dass ich das jetzt einfach im Verzeichnis jemand anders weitergeben kann, freigeben kann. Und im Prinzip kann ich über solche Sharing-Sachen auch jetzt Externe mit einbinden und auch die können Collabora nutzen, um an diesen Dokumenten mitzuarbeiten. Das heißt, an der Stelle, ich habe einfach noch mal mehr Möglichkeiten im Austausch mit Kunden oder auch mit Externen zusammenzuarbeiten, auch ohne dass die wirklich als Benutzer in der E-Group-Welt sind. Ich kann das Dokument sharen und das passiert über dieses WebDAV und kann an den Sachen online arbeiten, habe es wieder in der E-Group-Welt drin. Und natürlich ist es so, dass auch das WebDAV immer noch seine Berechtigung hat, weil nicht jeder ist die ganze Zeit online verfügbar
oder ist in Gebieten vielleicht unterwegs, wo er nicht die ganze Zeit online die Sachen zur Verfügung hat. Und dann habe ich natürlich über das WebDAV die Möglichkeit, immer noch oder zusätzlich meine Sachen auch zu synchronisieren und sie irgendwo anders lokal abzulegen und dann lokal dabei zu haben. Was sind denn die Erfahrungen auf dem Tablet? Habt ihr da schon Erfahrungen auf dem Tablet gesammelt? Wenn ich es jetzt auf einem kleinen Tab öffnen würde, geht es dann auch? Oder ist es eher, kann man sagen, nicht so, gibt es noch keine Erfahrung dazu? Ich meine, im Browser klar, aber wenn ich jetzt, gibt ja viele, die einfach quasi in einem anderen Umfeld sind, wo sie sagen, ich habe einfach mein Tab dabei, der geht über eine Station oder habe ich einfach das Tab dabei, anstatt den gesamten Browser dabei zu haben. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert. An sich sollte Collabora auch auf den kleinen Spielzeugen funktionieren. Ich denke, das ist was, das werden wir uns vielleicht auch gemeinsam anschauen. Also sind herzlich eingeladen, dann es auch zu testen, uns zu reporten, ob es schließlich funktioniert, ob es auf allen Geräten, ob es mit allen Browsern funktioniert. Und dann entsprechend das Ganze zu nutzen. Wir haben hier noch eine Frage im Chat gehabt. Der Ralf hat sie im Hintergrund schon Genau. angefangen zu beantworten. Vielleicht einfach noch mal laut für alle. Die Frage war, was passiert eigentlich mit EPL und wo sind die Daten gehostet? Also geht es auch mit der Eigeninstallation oder wo läuft das Office? Ist ja immer die große Frage. Ja, also im Prinzip ist es so, was wir jetzt im Bereich von der EPL eingebaut haben, ist eine Konfiguration von dem Collabora, mit der ich die URL, unter der das Collabora läuft, festlegen kann. Und da ist ein Stück weit die Sache, Sie können es entweder nutzen, indem Sie für Ihre Eigeninstallation trotzdem auf unsere Collabora Cloud zugreifen und dann bei sich einfach diese URL eintragen. Das wird auch das sein, was wir momentan für die Community erstmal vorgesehen haben. Aber wenn ich jetzt eine größere Installation habe, dann kann ich an der Stelle auch einfach es lokal bei mir installieren. Wir werden da entsprechende Pakete mitliefern und kann das dann entsprechend bei dir unter einer eigenen URL laufen lassen. Das heißt, es ist nicht irgendwo ganz weit weg in irgendeiner Cloud, sondern es läuft quasi entweder in die Gruppe Rechenzentrum oder in der Eigeninstallation quasi, wenn man es dort installiert und dort entsprechend eingebunden hat. Habe ich das richtig verstanden? Genau, Weil die also zweite wir bieten Frage. einfach beide Möglichkeiten. Sie können es entweder in der Cloud nutzen, die dann bei uns im Rechenzentrum in Deutschland, bei ProfitBricks in Frankfurt oder Karlsruhe läuft, oder Sie können es auf dem eigenen Server installieren und müssen dann natürlich von Ihrer Seite aus die Ressourcen sehen, dass es so läuft. Da war ja noch eine Frage, wann kommt die 17.1 oder wie geht es überhaupt weiter? Wie sieht das Lizenzrecht, wie sieht es, was wird da alles passieren? Und vielleicht wollen wir mal kurz die Präsentation anschauen noch, Ja. weil da haben wir das mal vorbereitet. Moment, hier bin ich wieder zurück. Das war das Thema Arbeiten, haben wir einen Haken dran machen. Den Fragen beantworten sind wir auch schon drin. Fragen sind wir auch schon drin und wann geht's los eigentlich? Weil das wird wahrscheinlich die größte Frage sein. Ihr denkt, ich würde es gerne ausprobieren. Wie geht's? Wann geht's los? Und Also grundsätzlich ist es so, die Testphase startet. Von daher, was unsere Idee ist, wir werden in den nächsten Tagen auch alle Testinstanzen auf die 17.1 umstellen und dort Collabora zur Verfügung stellen. Wenn Sie schon bei uns eine Testinstanz haben oder sagen, ich will heute noch damit starten, mit der und der Instanz, also auch jemand, der jetzt bei uns im Hosting ist und sagt, im Prinzip, wir wollen einfach vorab schon auf die 17.1 wechseln. Wir haben schon verschiedene Kunden, die produktiv auf der 17.1 sind. Ist es zu jedem Zeitpunkt möglich? Einfach bei uns melden. Wir schalten dann entweder eine Kopie Ihrer Echtinstanz auf der 17.1 frei oder Ihre Echtinstanz und Sie können damit testen. Und dann ist einfach die Bitte, melden Sie uns zurück, wie Ihre Erfahrungen mit Collabora sind. Wo sind vielleicht auch einfach
muss ich sagen, von dem, wie ich es nutze, würde mir an der und der Stelle noch irgendwie ein Shortcut fehlen. Also wenn ich jetzt hier das Kontextmenü noch hätte oder hier die Option noch hätte, das würde mir deutlich helfen. Also von daher einfach, natürlich auch wenn Sie einen Fehler laufen, einfach Fehler melden, am liebsten über unseren Support Center, damit wir es dann halt auch direkt an unsere Entwicklung weitergeben können, beziehungsweise im Endeffekt im Zweifelsfall auch an Collabora zurückmelden können, falls an der Stelle irgendwas. Und zu dem Zeitraum, wir wollen jetzt einfach, ich sage jetzt mal, die nächsten 2 Wochen mal hier intern noch bei uns testen, schauen, dass die nächste Version von Collabora Online, an der Sie am Arbeiten sind, mit dem Speichern und dem Dialog dann wahrscheinlich auch noch mal besser von Collabora selber unterstützt wird, arbeiten. Und dann wollen wir auch eine erste Version für die Eigeninstallation, erste 17.1er Pakete bauen, sodass man es auf dem eigenen Server auch installieren kann. Das ist so unser Zeitrahmen, mit dem wir agieren wollen. Haben Sie sonst noch Fragen oder haben wir irgendeine Frage übersehen, vielleicht in der Hektik, dass wir das übersehen haben? Oder vielleicht nochmal ein kurzes Feedback. Sehen Sie das als große Errungenschaft von eGruppe? Sehen Sie das als, dass es super weiterentwickelt worden ist? Vielleicht mal kurz, was halten Sie davon, von der Lösung? Vielleicht mal ein kurzes Feedback, dass wir das auch mal sehen an der Stelle. Und natürlich mein Dank an die Entwickler, die es möglich gemacht haben, die ja Tag und Nacht gearbeitet haben, dass das alles integriert und dass es so weit läuft, was Sie jetzt sehen können. Und es ist ja immer wichtig, dass die einen entwickeln was und die anderen nutzen das. Und das muss natürlich optimal in Einklang sein. Da sehe ich einen Riesenschritt, sehe ich hier. Danke, bekomme ich hier, sehe ich hier zurück, genau. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass hier weitergearbeitet wird und die Leute sagen, okay, es passt, es ist genau richtig, bin begeistert, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich sage mal, je schneller oder je mehr Leute das testen, umso schneller kann es auch in die Produktion übergehen, und quasi die Fehler gemeldet sind. Und sehr, sehr gespannt. Ja, also ich kann jetzt so von unserer Seite auch nur sagen, ich glaube, dass es im Live-Geschäft sich richtig bezahlt machen wird. Also jetzt bezahlt im Sinne von, das war natürlich ein Aufwand, das zu integrieren. Und es ist, ich sage jetzt mal, längerfristig vielleicht auch mit Kosten verbunden. Das müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen sehen und im Live-Betrieb auch sehen, was kostet es uns an Ressourcen. Und dementsprechend werden wir ein Stück weit entscheiden in den nächsten Wochen, ab wie viel gleichzeitigen Dokumenten, wie viel gleichzeitige Öffnungen in welchen Paketen enthalten ist und ab wo vielleicht einfach, wenn ich eine größere Lizenz brauche, das Ganze auch mit Kosten verbunden ist. Grundsätzlich gilt für uns immer, wir werden da jetzt einfach Kosten weitergeben. Wir wollen damit nicht irgendwie sie abzocken oder irgendwas, sondern es wird einfach darum gehen, jetzt mal gemeinsam rauszufinden, wie viel Power brauchen wir im Rechenzentrum, um die Sachen mit einer vernünftigen Performance laufen zu lassen und was kommt denn dann so zusammen. Dann kann man natürlich auch für unsere Kunden mit einer Eigeninstallation nochmal die Informationen sehr viel leichter weitergeben, wenn Sie darüber nachdenken, das im eigenen Rechenzentrum laufen zu lassen. Was brauchen Sie dann an Ressourcen, um das vernünftig in der Eigeninstallation nutzen zu können? Da kann man was mit UCS testen. Würde jemand sofort gerne testen, habe ich hier gelesen. Ging aber zu schnell hier. Was war das hier nochmal? Moment. Im Prinzip ja, also man kann zur UCS, kann man auch Collabora online installieren. Die Empfehlung wäre trotzdem, weil Sie haben ja jetzt die Integration in die eGroupware noch nicht. Also der Vorteil ist schon zu sagen, Sie warten jetzt noch die Wochen auf die ersten Pakete, die dann von der 17.1 kommen und zur Verfügung gestellt werden, dass Sie es auch auf UCS nutzen können. Weil wie gesagt, der Vorteil ist ja, dass ich momentan aus der eGroupware einen Doppelklick mache und öffne mein Dokument. Und das habe ich natürlich in der 16.1 so als Funktion nicht drin. Also von daher, wir brauchen schon
die Funktion oder die Kombination von der Integration von einem Collabora Online mit der eGroupware 17.1, weil einfach da Anpassungen auf beiden Seiten notwendig sind. Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei waren, dass Sie uns auch eifrig Feedback gegeben haben. Wir freuen uns umso mehr, wenn Sie wirklich aktiv mittesten. Und dafür, wie gesagt, nochmal die Einladung, entweder Testinstanz erstellen oder, wenn Sie schon eine Instanz haben, einfach kurz Bescheid geben, dass wir die auf unseren entsprechenden 17.1er-Tree ziehen und das Collabora Online freischalten. Wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für das Webinar. Es wird, wie gesagt, eine Aufzeichnung geben. Die müssen wir jetzt noch bearbeiten. Es wird wahrscheinlich noch einen Tag dauern, bis alles soweit fertig ist und gerendert ist, werden Sie per E-Mail informiert. Und das können Sie auch wiederum an Ihre Leute weitergeben, an Ihre Leute in die eGroupware benutzen, damit die auch sehen, was auf Sie zukommt. Und die sagen, jawohl, das ist für mich interessant. Dass es quasi auch so einen viralen Effekt innerhalb von Ihren eGroupware-Usern gibt. Und es wird uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir da ein Feedback bekommen und wenn Sie mit testen, damit die 17.1 ein voller Erfolg wird. Genau. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag.